Hallo und herzlich willkommen zum Thema exotische Pflanzen und andere vermehren und wie es weitergeht. Ja, Coco ist heute mal wieder mit dabei. Ab und zu werde ich das mal machen, nicht immer, dann ist das filmtechnisch noch ein bisschen einfacher, auch in der Vorbereitung und solche Sachen. Von daher, ab und zu darf Coco auch mal wieder mit dabei sein. So, ich wurde gefragt, die Kumquat, wie sieht die jetzt aus? Ja, so sieht die Kumquat jetzt aus, das ist eine davon. Wir haben zwei, die andere, die kümmert ein bisschen, also die ist, ja, ich glaube, die schmeiße ich auch weg, ehrlich gesagt, aber... Ja, die Kumquat tun sich ein bisschen schwer in der Anzucht. Also wenn man sich solche Sachen aussieht, dann sollte man am besten gleich mehrere aussehen, damit man eine kleine Auswahl hat von den Pflanzen, die sich kräftig entwickeln oder gut entwickeln, dass man da, ja, wie gesagt, halt eine Auswahl hat und dementsprechend dann sich die besten Pflanzen mal raussucht und dann halt auch weiter, ja, heranziehen kann. Sie stand jetzt im Haus unter Zusatzbeleuchtung. Gedüngt wurde ja sehr verhalten, bis fast gar nicht. Ich möchte fast sagen, also ein bisschen zwischendurch habe ich es schon bekommen, aber eher sehr wenig und man sieht, das Wachstum ist sehr gering. Allerdings auch bei allen anderen Zitrusfrüchten, also Zitronen, die wir haben, auch die sind nicht viel gewachsen. Und wenn die ein bisschen gewachsen sind, dann sind meistens die Triebspitzen wieder abgefallen, nachdem sie etwas rausgekommen sind. Aber die Pflanze im Allgemeinen, ja, ist halt im Haus unter Zusatzbeleuchtung möglich. Aber wie gesagt, jetzt verrede ich mich hier gerade, lol. Also, wir haben auch eine Zitrone, die steht am Fenster ohne Zusatzbeleuchtung, der geht es richtig gut. Auch die ist ein ganz kleines bisschen gewachsen. Im Klartext, also eigentlich braucht man keine Zusatzbeleuchtung. Wenn man ausreichend Licht am Fenster direkt hat, dann kann man die tatsächlich auch warm überwintern. Und das ist also, ja, möglich. Bei der kühlen Überwinterung ist so eine Sache. Also ich habe jetzt die große Zitrone, die haben wir kühl überwintert, zeige ich im Moment noch nicht. Die hat nämlich Spinnmilbenbefall und von daher hole ich die jetzt hier erstmal nicht herein. Ja, kühl überwintern ist so eine Sache. Irgendwie scheint den Zitruspflanzen das nicht wirklich zu gefallen. Also die Blätter sind alle gelb geworden und mittlerweile fallen sie auch ab. Und wie gesagt, wir haben Spinnmilbenbefall bei der Zitrone. Ja, ist so eine Sache, ne? Warm überwintern, kühl überwintern. Wir hatten sie letztes Jahr, die große Zitrone, warm überwintert im Haus, wer sich noch daran erinnert. Dort stand sie ja mehr oder weniger auf dem Fußboden und hat Zusatzlicht bekommen, von der Seite so ein bisschen. Also das hat ihr gut getan. Da sah sie früher richtig gut aus, ist dann auch nach draußen gekommen bei uns auch mal wieder. Hat eigentlich funktioniert. Jetzt haben wir es kalt versucht, war nicht so der Hit, ehrlich gesagt. Aber naja, man muss immer wieder mal ausprobieren, testen und tun und machen. So, und dann haben wir hier eine neue, das ist die, wie heißt denn jetzt? Ich vergesse den Namen andauernd. Kalamondin. Kalamondin ist eine Kreuzung zwischen Mandarine und Kumquat. Ja, das passt ja gerade cool mit der Kumquat hier. Die Pflanze ist, ja, wie soll ich sagen, gerade fürs Zimmer cool, weil sie wächst sehr verhalten, gedrungen und macht trotzdem sehr viele Blüten und sehr viele Früchte. Was richtig cool ist halt als Zimmerpflanze. Du machst mich hier gerade ganz kirre. Bleib mal ruhig hier. Ja, so ist das. Ne? Vogel dabei, da hast du gleich einen Vogel. Ne? So ist das. Ist jetzt gerade nicht ganz so einfach. Wollte zur Kumquat jetzt noch sagen. Ja, essen kann ich sie jetzt noch nicht, weil sie ist noch nicht ganz reif. Man kann sie angeblich auch grün essen. Weiß nicht. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Also ich lasse sie erstmal ausreifen. Vielleicht gucken wir gleich mal in eine Frucht rein, wie das aussieht da drin. Denn ich denke mal, das ist vielleicht auch interessant, wie dick die Schale ist und wie das halt von innen drin aussieht. Das können wir eigentlich schon mal machen heute. Ja, und ansonsten weiß ich gerade nicht weiter, weil der Vogel, den nervt mich. Der leckt mich zu sehr ab. Was soll's, ist halt so. Heute erster Drehtag mit Coco. Ich würde sagen, Coco darf jetzt erstmal wieder raus hier und dann machen wir gleich mal ein paar Aufnahmen von der Kalamondin. Interessanter Name, Kalamondin. Hier. Das kitzelt. So, ja, ihr seht schon, ist heute ein bisschen bekloppt. So, Coco, ich würde sagen, ich bringe dich eben mal wieder raus und dann sehen wir uns gleich wieder. Schauen wir uns das Bäumchen jetzt mal rundherum an. Also das ist doch ein enormer Behang an Früchten, wie man sehen kann. Und ja, sie sind bald reif. Das sieht richtig cool aus. Ich bin mal gespannt, ja, wie sich dieser Baum dann im Zimmer macht. Auf die Fensterbank kann ich ihn nicht stellen. Dafür ist er einfach definitiv zu groß. Also das heißt, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, wie wir dieser Pflanze ausreichend Licht geben. Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit. Noch im Sommer spielt es keine Rolle, können wir mal draußen. Allerdings dann nicht sofort in die pralle Sonne, das wäre dann nicht der Hit. Ja, ich würde sagen, wir schneiden uns mal eben eine Frucht ab, die etwas reifer schon ist. Ja, denke mal die. Ja. Nehmen wir einfach mal diese hier und gucken die uns gleich etwas genauer an, würde ich sagen. Oder jetzt.
So sieht das kleine Früchtchen aus. Also, no, quietsche nicht so rum. Coco sitzt auf dem Baum. Ja, etwa Daumen dick, also mein Daumen zumindest. Sieht recht interessant aus, die Frucht. Also relativ lecker, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wir schneiden sie jetzt einmal so durch. Jo, das sieht richtig cool aus. Also richtig schön saftig, gelb. Ja, nochmal eben gucken. Jetzt mache ich das ein bisschen weiter weg hier, sonst... Das ist ein bisschen schwierig zu handhaben hier. Schale ist recht dünn. Lässt sich aber gut abpellen. Habe ich jetzt nicht gedacht. Sieht tatsächlich aus wie so eine kleine Mandarine. Auch hat mir so einzelne kleine Segmente. Ja, ist säuerlich. Also nicht süß, sondern eher säuerlich. Hier scheint ein Kern drin zu sein. So wie es aussieht. Oder auch nicht. Oh, jetzt hat es gespritzt. Hoffentlich nicht in die Kamera. Na. Lol. Hier ist jetzt tatsächlich ein Kern drin. Der andere war so klein, habe ich einfach zerbissen. Also schmeckt eher wie Kumquat, würde ich sagen. Wow. Jo, das ist aber mal mächtig dicker Kern. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt weiß ich gar nicht, kann man die mitessen oder nicht? Ich würde sagen, da müssen wir uns mal drüber informieren. Auf jeden Fall vom Geschmack her. Ja, säuerlich halt, also kräftig säuerlich, keine Süße, überhaupt nicht, aber trotz alledem doch recht lecker. Also es ist so cool, eine Mandarine. Doch, an den Geschmack kann man sich gewöhnen, das ist richtig cool, richtig schön säuerlich. Hat schon fast etwas Zitroniges, weniger Mandarine, ja, Mandarine eigentlich gar nicht, schmeckt überhaupt nicht in Mandarine, eher nach Zitrone. Ja, halt säuerlich. Es geht weiter. Ja, man kann die Schale tatsächlich auch essen. Ich habe sie gerade auch probiert. Ist tatsächlich bekömmlich, also nicht bitter oder so. Der Geschmack, ja, den zu beurteilen, ist ein bisschen schwierig. Ehrlich gesagt, ist auch leicht säuerlich halt. Aber ja, man kann sie essen, wer es mag. Auf jeden Fall möglich. Allerdings würde ich es nicht empfehlen, wenn man sich solch eine Pflanze gekauft hat, denn man weiß nicht, mit was die Sachen, also die Pflanze im Allgemeinen gespritzt wurde, damit dort halt keine Schädlinge dran sind und dergleichen. Von daher würde ich davon abraten. Gegebenenfalls könnte man bei der nächsten herannahenden Ernte dann die Früchte mit Schale essen. Aber ich weiß nicht, also ich würde doch davon abraten, wenn man sich so eine Pflanze kauft, die komplett zu essen, sondern doch lieber die Schale abzumachen, dann nur das Fruchtfleisch zu essen und auf die Schale einfach erstmal zu verzichten. Ja, die Chili. Es ist soweit. Allerdings habe ich noch kein Mittag gegessen. Wir werden jetzt das Mittagessen und nach Mittagessen sehen wir uns wieder. Und dann geht's an die Chili dran. Ich hatte es ja versprochen, dass ich sie essen werde. Wie viel ich davon essen kann, weiß ich noch nicht. Aber das werden wir gleich dann sehen. Ja, ein bisschen kann ich noch zittern bis dahin. Von daher, ja, sehen wir uns dann gleich nach Mittagessen wieder. Ne? Du auch? Willst du auch Chili essen? Oh mein Gott, die Spannung steigt. Ich habe das jetzt mal anders aufgebaut hier, damit ihr auch nachvollziehen könnt, dass tatsächlich diese Frucht hier ist. Ich werde jetzt mal abschneiden. So. Dann stellen wir die Pflanze mal an die Seite. Nicht, dass ihr denkt, das wäre irgendwie getürkt hier. Es bibbert und zittert. Ja, könnt ihr mir richtig glauben. Also es ist ja, eine neue Herausforderung. Ich werde jetzt erstmal halbieren. So, sehr viele Samen sind hier nicht drin. Nicht wirklich viele. Richtig viel Fruchtfleisch in dem Sinne. Also richtig dick, nicht so dünn. Das ist also richtig, ja. Oh Mann, richtig schön sieht das aus. Ja, da ist einsam hüpf gegangen. Ja, das sind so etwa 2, 4, was haben wir jetzt hier? 5, 6, ja. Ja, knapp 10 Samen sind hier drin gewesen. Weil die sind nicht mehr drin. So, tada! Wo fangen wir an? Nicht hinten, wir fangen vorne an. Ich glaube, vorne war das, da ist die wenigste Schärfe dann, richtig? Ist das richtig so? Es riecht nach Paprika. Ja, würzig. Saftig. Richtig schön saftig. Schärfe ist jetzt im Moment noch nicht. Ich will versuchen, die ganze Hälfte aufzuessen. Die andere Hälfte, die ist für Nicole gleich. Hm.
wissen ja, die Schärfe kommt immer erst später. Oh, ja. Ich will aber die ganze Hälfte auch essen. Und darum esse ich jetzt schnell. Auch wenn es erstmal scharf ist, ist sowieso scharf. Das spielt keine Rolle mehr. Ja. Ich meine, wenn ihr schon mal Chilis gegessen habt, wisst ihr das? Es ist wie so ein fahrender Zug, der immer schneller wird. Ja. Aber mit Schärfe kennen wir uns ja mittlerweile ein bisschen aus. Von daher ist es diesmal gar nicht so dramatisch. Es ist scharf. Aber es war auch richtig lecker. Welche Sorte war das jetzt? Die Anaheim. Richtig, die Anaheim. Ist ein bisschen schärfer als die Hungry Jello. Aber ich würde jetzt nicht sagen, übermäßig scharf. Es ist eine angenehme Schärfe. Doch, also ich würde sagen, die kann man tatsächlich auch so essen. Ohne große Probleme. Wenn man ein bisschen Milch hat. Ja, würde sagen, lecker. Lassen wir Nicole mal probieren. Ein halbes Glas Milch ist schon weg. Ja. Ist aber meines Erachtens bekömmlich, also. Lecker. Süßlich. Ist gut. Noch dran und dran. Da sind noch zwei. Ja, jetzt kommt so langsam die Wirkung. Jetzt fangen die Augen an zu tränen. Wow, worauf habe ich mich jetzt hier eingelassen? Aber es geht. Ist erträglich. Ja. Doch, kann man essen. Ich würde sagen, eine richtig gute Sorte. Ja. Oh, meine Augen tränen. Boah. Die ist aber gemein, ey. Er ist so süß. Ich glaube, da haben Grippeviren keine Chance. Ja, dann müssen wir die ohne Ende futtern jetzt. Ja, viel Spaß. Das heißt noch mehr züchten. Ja, hast doch. Ja. Wächst doch alles, oder? Oh, ey, ich heule hier. Du bist fies. Ja, dann. Das nächste Mal probierst du alleine. Da haben wir dann jetzt doch ein bisschen Glück gehabt, also die Anaheim ist gar nicht so scharf, wie ich gedacht habe. Wir hatten ja damals schon mal die Hungry Jello, übrigens ist das diese hier, die ist auch bald wieder reif. Die ist nicht ganz so scharf wie die Anaheim, Anaheim ist etwas schärfer. Wir haben dann noch die Pfeffer Serrano, ich denke mal, da wird es ein bisschen schwieriger, vielleicht bekomme ich da ja auch noch ein paar mehr Likes, wenn ich das vorher ankündige, lol. Ja, diese Geschichte war cool, das war jetzt eigentlich ein Test auch irgendwo. Ich wollte mal gucken, ja, wie kann man die Leute so ein bisschen herauslocken, ne? Dass sie mal ein paar Likes da lassen. Das hat funktioniert, wunderbar sogar. Wir haben tatsächlich, wie viel hat das Video? 270 Likes ungefähr. Im Durchschnitt habe ich normalerweise etwas über 100 Likes, wenn ich ein neues Video rausbringe. Was mich immer ein bisschen wundert, weil bei der großen Anzahl der Abonnenten, wir sind ja mittlerweile über 34.000, wir laufen ganz schnell auf die 35.000 zu. Wir haben im Moment im Monat 2.400 Abonnenten. Im Monat, wohlgemerkt, ne? Also das ist schon sehr beachtlich und da wundert es mich dann doch manchmal, dass wir ja so wenig Likes bekommen. Das ist wahrscheinlich aus Bequemlichkeit, weil die Leute denken, ach, der macht ja jeden Tag einen Film, braucht man nicht liken, der macht das ja so, weil er Spaß dran hat und Freude dran hat. Nö, aber über Likes freue ich mich auch und das war jetzt mal so ein kleiner Test, um zu gucken, ja, kann man euch so ein bisschen locken, den Button zu drücken? Es scheint zu funktionieren. Mal gucken, was ich mir als nächstes einfallen lasse. Bei der Chili ist natürlich jetzt dahin, da brauche ich nicht nochmal machen, ganz klarer Fall. Ja, ich lasse mir irgendwas anderes einfallen, damit wir die Likes mal so ein bisschen nach oben pushen und ihr aus eurem Schlafrhythmus der müden Finger rauskommt und nicht nur einfach zuguckt, sondern auch mal ein bisschen was drückt dann. So. Ja, war spannend. Und das Geilste, allergeilste, ist ja nur, wir haben es tatsächlich geschafft, die Chilis über den Winter oder
in den Winter zu bringen und tatsächlich ernten zu können. Und sie blühen prächtig immer wieder und entwickeln neue Früchte. Hier sind ja mittlerweile auch schon, hier ist ja ein etwas dickeres schon dran. Das kann man ganz gut sehen schon. Die wächst also richtig rasant. Hier ist eine kleine dran, es waren drei. Kann ich jetzt aber den ganzen grünen da nicht... Ach, hier ist noch eine. Hier ist auch noch eine. Also es sind mittlerweile wieder drei Früchte dran, die sich weiterentwickeln. Der Habitus ist jetzt etwas größer von der Chili und von daher ist jetzt auch in der Lage, mehr Früchte zu produzieren. Umso größer sie wird, umso stabiler die Pflanze wird, umso mehr Früchte wird sie später auch dann tragen können. Ja, das ist eine richtig geile Sache mit den Chilis. Also das hat mich doch jetzt, wie soll man sagen, sehr gefreut, dass wir es tatsächlich angegangen sind. Gemeinsam natürlich, auch durch euren Zuspruch, denn ansonsten würde ich es wahrscheinlich gar nicht machen, weil was macht das für einen Sinn, wenn man alles nur für sich alleine macht? Und von daher, ja, ist eine geile Sache, dass wir die Chilis tatsächlich in den Winter gebracht haben und auch über den Winter, bald ist der Frühling da und dann geht es natürlich auch draußen weiter. Wir werden uns mal ein kleines Gewächshaus aufbauen, so ein Billigding, nichts Großartiges, nur einfach mal, um dort auch dann Paprika und Chilis drin anbauen zu können oder anpflanzen zu können, um zu beobachten, wie sie sich dann im Laufe des Jahres da drin entwickeln. Ja, meine Güte, das ist so eine geile Sache. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. In dem Sinne, euer Detlef Römisch und vergesst bitte nicht, den Like-Button zu drücken. So, bis denne. Ciao, ciao. Morgen geht's weiter. Wer weiß mit was. Ach so, Moment, ich habe noch was. Ja, ich habe noch was, da bin ich wieder. Und zwar habe ich mir vor 2 Tagen etwas bestellt. Die meisten wissen ja, wir haben Video Deluxe Magix, Video Deluxe als Bearbeitungsprogramm. Damit bin ich sehr zufrieden, allerdings hakt das Ding bei mir immer, da mein PC nicht ganz so groß ist und der ist auch voll überlastet momentan. Ich ziehe zwar immer einiges wieder runter, damit er also noch arbeiten kann, der PC, aber das Ganze hakt doch ein bisschen. Das liegt einfach daran, weil das alte Magix Video Deluxe, was ich habe, ist schon ein paar Jahre alt und das ist, läuft auf 32 Bit, heißt das, glaube ich, oder so. Und ich habe mir jetzt, oder ich habe ein Angebot bekommen von Magix, das neue Update runterzuziehen bzw. zu kaufen. Das hat 70 Euro gekostet. Da gibt es noch so einen Bonus dabei mit, mal gucken, was das genau ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber das sehen wir später mal, was man damit so Schönes machen kann. Auf jeden Fall haben wir jetzt dann das 2017 Magix Video Deluxe als Update gekauft. Das kann ich mir gleich hochziehen. Ne, gleich nicht. Nachher, irgendwann, wenn ich Zeit habe, ziehe ich mir das auch hoch auf dem PC. Und dann, ja, ich hoffe, dass dann die Bearbeitung schneller geht und auch viel mehr Spaß macht. Weil wenn man in der Bearbeitung ist und etwas abspielen lässt und dann hakt das immer zwischendurch, das ist ein bisschen blöd. Von daher habe ich das Geld jetzt mal investiert für eine neue Version Magix Video Deluxe. So, jetzt aber bis morgen.